The Man That Corrupted Hadleyburg and Other Stories by Mark Twain. Segment 33, Meisterschaft, Act 2. Scene 1. Time, a couple of days later. The girls discovered with their work and primers. Annie. Was fehlt der Wirtin? Margaret. Das weiß ich nicht. Sie ist schon vor 2 Tagen ins Bett gegangen. Annie. My, how fließend you speak, Margaret. Dankeschön, und sagte, dass sie nicht wohl sei. Annie. Good? Oh, no, I don't mean that. No, only lucky for us. Glücklich. You know, I mean, because it'll be so much nicer to have them all to ourselves. Margaret. Oh, natürlich. Ja, das ziehe ich durchaus vor. Do you believe your Meisterschaft will stay with you, Annie? Annie. Well, I know it is with me, every last sentence of it, and a couple of hods of Ohlendorf, too, for emergencies. Maybe they'll refuse to deliver right off at first, you know. Der Verlegenheit wegen. Aber ich will sie später herausholen. When I get my hand in. Und vergisst du das nicht? Margaret. Sei nicht grob, Liebste. What shall we talk about first, when they come? Annie. Well, let me see. There's shopping, and all that about the trains, you know, and going to church, and buying tickets to London and Berlin and all around, and all that subjunctive stuff about the battle in Afghanistan and where the American was said to be born and so on, and there's so many things. I don't think a body can choose beforehand, because, you know, the circumstances and the atmosphere always have so much to do in directing a conversation, especially a German conversation, which is only a kind of insurrection anyway. I believe it's best to just depend on prov... Glancing at watch and gasping. 7:30! Margaret. Oh, dear, I'm all of a tremble. Let's get something ready, Annie. Both fall nervously to reciting. Entschuldigen Sie, mein Herr, könnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich nach dem norddeutschen Bahnhof gehe? They repeat it several times, losing their grip and mixing it all up. Both. Herein! Oh, dear. Oh, der Heilige. Enter Gretchen. Gretchen, ruffled and indignant. Entschuldigen Sie, meine gnädigsten Fräulein, es sind 2 junge, rasende Herren draußen. Aber ich habe Ihnen geschworen, dass... Handing the cards. Margaret. Du liebe Zeit. They're here. And of course, down goes my back hair. Stay and receive them, dear, while I... Leaving. Annie. I alone? I won't. I'll go with you. To Gretchen. Lassen Sie die Herren näher treten und sagen Sie ihnen, dass wir gleich zurückkommen werden. Exit. Gretchen, solus. Was? Sie freuen sich darüber? Und ich sollte wirklich diese Blödsinnigen, dies grobe Rindvieh hereinlassen? In den hilflosen Umständen meiner gnädigen jungen Damen? Unsinn. Pause, thinking. Wohlan, ich werde sie mal beschützen. Sollte man nicht glauben, dass sie einen Sparren zu viel hatten? Tapping her skull significantly. Was sie mir doch alles gesagt haben. Der eine, guten Morgen, wie geht es Ihrem Herrn Schwiegervater? Du liebe Zeit, wie sollte ich einen Schwiegervater haben können? Und der andere, es tut mir sehr leid, dass Ihr Herr Vater meinen Bruder nicht gesehen hat, als er doch gestern in dem Laden des deutschen Kaufmannes war. Potztausend Himmelsdonnerwetter! Oh, ich war ganz rasend. Wie ich aber rief, meine Herren, ich kenne Sie nicht, und Sie kennen meinen Vater nicht. Wissen Sie, denn er ist schon lange durchgebrannt und geht nicht beim Tage in einen Laden hinein, wissen Sie, und ich habe keinen Schwiegervater. Gott sei Dank werde ich auch nie einen kriegen, werde überhaupt, wissen Sie, ein solches Ding nie haben, nie dulden, nie ausstehen. Warum greifen Sie ein Mädchen an, das nur Unschuld kennt, das Ihnen nie etwas zuleide getan hat? Dann haben Sie sich beide die Finger in die Ohren gesteckt und gebetet. Allmächtiger Gott! Erbarme dich unser. Pauses. Nun, ich werde schon diesen Schurken Einlass gönnen, aber ich werde ein Auge mit ihnen haben, damit sie sich nicht wie reine Teufel gebärden sollen. Exit, grumbling and shaking her head. Enter William and George. William. My land, what a girl! And what an incredible gift of gabble! Kind of patent climate-proof compensation balance self-acting automatic Meisterschaft. Touch her button and brrr, away she goes! George. Never heard anything like it. Tongue journaled on ball bearings. I wonder what she said. Seemed to be swearing, mainly. William.
after mumbling Meisterschaft a while. "Look here, George, this is awful. Come to think, this project, we can't talk this frantic language." George: "I know it, Will, and it is awful, but I can't live without seeing Margaret. I've endured it as long as I can. I should die if I tried to hold out longer, and even German is preferable to death." William, hesitatingly: "Well, I don't know. It's a matter of opinion." George, irritably: "It isn't a matter of opinion either. German is preferable to death." William, reflectively: "Well, I don't know. The problem is so sudden. But I think you may be right. Some kinds of death. It is more than likely that a slow, lingering... Well, now, there in Canada in the early times, a couple of centuries ago, the Indians would take a missionary and skin him, and get some hot ashes and boiling water and one thing and another, and by that missionary, well, yes, I can see that, by and by, talking German could be a pleasant change for him." George: "Why, of course." "Das versteht sich." "But you have to always think a thing out, or you're not satisfied. But let's not go to bothering about thinking out this present business. We're here, we're in for it. You are as moribund to see Annie as I am to see Margaret. You know the terms. We've got to speak German. Now stop your mooning and get at your Meisterschaft. We've got nothing else in the world." William: "Do you think that'll see us through?" George: "Why, it's got to. Suppose we wandered out of it and took a chance at the language on our own responsibility. Where the nation would we be? Up a stump, that's where. Our only safety is in sticking like wax to the text." William: "But what can we talk about?" George: "Why, anything that Meisterschaft talks about. It ain't our affair." William: "I know, but Meisterschaft talks about everything." George: "And yet don't talk about anything long enough for it to get embarrassing. Meisterschaft is just splendid for general conversation." William: "Yes, that's so. But it's so blamed general. Won't it sound foolish?" George: "Foolish? Why, of course. All German sounds foolish." William: "Well, that is true. I didn't think of that." George: "Now, don't fool around any more. Load up. Load up. Get ready. Fix up some sentences. You'll need them in 2 minutes, new." They walk up and down, moving their lips in dumb show memorizing. William: "Look here, when we've said all that's in the book on a topic and want to change the subject, how can we say so? How would a German say it?" George: "Well, I don't know. But you know when they mean change cars, they say... umsteigen. Don't you reckon that will answer?" William: "Tip-top. It's short and goes right to the point, and it's got a business wang to it that's almost American." Umsteigen. "Change subject. Why, it's the very thing." George: "All right, then, you..." Umsteigen. "For I hear them coming." Enter the girls. Annie to William with solemnity: "Guten Morgen, mein Herr. Es freut mich sehr, Sie zu sehen." William: "Guten Morgen, mein Fräulein. Es freut mich sehr, Sie zu sehen." Margaret and George repeat the same sentences. Then, after an embarrassing silence, Margaret refers to her book and says, Margaret: "Bitte, meine Herren, setzen Sie sich." The gentlemen: "Dankeschön." The four seat themselves in couples, the width of the stage apart, and the two conversations begin. The talk is not flowing, at any rate at first. There are painful silences all along. Each couple worry out a remark and a reply. There is a pause of silent thinking, and then the other couple deliver themselves. William: "Haben Sie meinen Vater in dem Laden meines Bruders nicht gesehen?" Annie: "Nein, mein Herr, ich habe Ihren Herrn Vater in dem Laden Ihres Herrn Bruders nicht gesehen." George: "Waren Sie gestern Abend im Konzert oder im Theater?" Margaret: "Nein, ich war gestern Abend nicht im Konzert, noch im Theater. Ich war gestern Abend zu Hause." General breakdown, long pause. William: "Ich störe doch nicht etwa." Annie: "Sie stören mich durchaus nicht." George: "Bitte, lassen Sie sich nicht von mir stören." Margaret: "Aber ich bitte Sie, Sie stören mich durchaus nicht." William, to both girls: "Wenn wir Sie stören, so gehen wir gleich wieder." Annie: "Oh nein, gewiss nein." Margaret: "Im Gegenteil, es freut uns sehr, Sie zu sehen. Alle beide." William: "Schön." George: "Gott sei Dank." Margaret, aside: "It's just lovely." Annie, aside: "It's like a poem." Pause.
William. Umsteigen. Margaret. Um welches? William. Umsteigen. George. Auf Englisch. Change cars. Oder subject. Both girls. Wie schön. William. Wir haben uns die Freiheit genommen, bei Ihnen vorzusprechen. Annie. Sie sind sehr gütig. George. Wir wollten uns erkundigen, wie Sie sich befanden. Margaret. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Meine Schwester auch. William. Meine Frau lässt sich Ihnen bestens empfehlen. Annie. Ihre Frau. William, examining his book. Vielleicht habe ich mich geirrt. Shows the place. Nein, gerade so sagt das Buch. Annie, satisfied. Ganz recht, aber... William. Bitte empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Bruder. Annie. Ah, das ist viel besser, viel besser. Aside. Wenigstens, es wäre viel besser, wenn ich einen Bruder hätte. George. Wie ist es Ihnen ergangen, seitdem ich das Vergnügen hatte, Sie anderswo zu sehen? Margaret. Danke bestens. Ich befinde mich gewöhnlich ziemlich wohl. Gretchen slips in with a gun and listens. George, still to Margaret. Befindet sich Ihre Frau Gemahlin wohl? Gretchen, raising hands and eyes. Frau Gemahlin, heiliger Gott! Is like to betray herself with her smothered laughter and glides out. Margaret. Danke sehr, meine Frau ist ganz wohl. Pause. William. Dürfen wir vielleicht umsteigen? The others. Gut. George, aside. I feel better now. I'm beginning to catch on. Aloud. Ich möchte gern morgen früh einige Einkäufe machen und würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie mir den Gefallen täten, mir die Namen der besten hiesigen Firmen aufzuschreiben. Margaret, aside. How sweet. William, aside. Hang it, I was going to say that. That's one of the noblest things in the book. Annie. Ich möchte Ihnen gern begleiten, aber es ist mir wirklich heute Morgen ganz unmöglich auszugehen. Aside. It's getting as easy as 9 times 7 is 46. Margaret. Sagen Sie dem Briefträger, wenn's gefällig ist, er möchte Ihnen den eingeschriebenen Brief geben lassen. William. Ich würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie diese Schachtel für mich nach der Post tragen würden, da mir sehr daran liegt, einen meiner Geschäftsfreunde in dem Laden des deutschen Kaufmanns heute Abend treffen zu können. Aside. All down but 9. Set 'em up on the other alley. Annie. Aber, Herr Jackson, Sie haben die Sätze gemischt. Es ist unbegreiflich, wie Sie das haben tun können. Zwischen Ihrem ersten Teil und Ihrem letzten Teil haben Sie ganz 50 Seiten übergeschlagen. Jetzt bin ich ganz verloren. Wie kann man reden, wenn man seinen Platz durchaus nicht wiederfinden kann? William. Oh, bitte, verzeihen Sie. Ich habe das wirklich nicht beabsichtigt. Annie, mollified. Sehr wohl. Lassen Sie es gut sein. Aber tun Sie es nicht wieder. Sie müssen ja doch einräumen, dass solche Dinge unerträgliche Verwirrung mit sich führen. Gretchen slips in again with her gun. William. Unzweifelhaft haben Sie recht, meine holdselige Landsmännin. Umsteigen. As George gets fairly into the following, Gretchen draws a bead on him and lets drive at the close, but the gun snaps. George. Glauben Sie, dass ich ein hübsches Wohnzimmer für mich selbst und ein kleines Schlafzimmer für meinen Sohn in diesem Hotel für 15 Mark die Woche bekommen kann? Oder würden Sie mir raten, in eine Privatwohnung Logis zu nehmen? Aside. That's a daisy. Gretchen, aside. Schade. She draws her charge and reloads. Margaret. Glauben Sie nicht, Sie werden besser tun, bei diesem Wetter zu Hause zu bleiben? Annie. Freilich glaube ich, Herr Franklin, Sie werden sich erkälten, wenn Sie bei diesem unbeständigen Wetter ohne Überrock ausgehen. Gretchen, relieved, aside. So, man redet von ausgehen. Das klingt schon besser. Sits. William to Annie. Wie teuer haben Sie das gekauft? Indicating a part of her dress. Annie. Das hat 18 Mark gekostet. William. Das ist sehr teuer. George. Ja, obgleich dieser Stoff wunderschön ist und das Muster sehr geschmackvoll und auch das Vorzüglichste, das es in dieser Art gibt, so ist es doch furchtbar teuer für einen solchen Artikel. Margaret, aside. How sweet is this communion of soul with soul, Annie. Im Gegenteil, mein Herr, das ist sehr billig. Sehen Sie sich nur die Qualität an. They all examine it. George. Möglicherweise ist es das Allerneueste, das man in diesem Stoff hat. Aber das Muster gefällt mir nicht. Pause. William. Umsteigen.
Annie. Welchen Hund haben Sie? Haben Sie den hübschen Hund des Kaufmanns oder den hässlichen Hund der Urgroßmutter des Lehrlings des bogenbeinigen Zimmermanns? William, aside, oh, come, she's ringing in a cold deck on us. That's Ohlendorf. George, ich habe nicht den Hund des... Aside, stuck, that's no Meisterschaft. They don't play fair. Aloud, ich habe nicht den Hund des... In unserem Buche leider gibt es keinen Hund. Daher, ob ich auch gern von solchen Tieren sprechen möchte, ist es mir doch unmöglich, weil ich nicht vorbereitet bin. Entschuldigen Sie, meine Damen. Gretchen, aside. Beim Teufel, Sie sind alle blödsinnig geworden. In meinem Leben habe ich nie ein so narrisches, verfluchtes, verdammtes Gespräch gehört. William. Bitte, umsteigen. Run the following rapidly through. Margaret, aside. Oh, I've flushed an easy batch. Aloud. Würden Sie mir erlauben, meine Reisetasche hier hinzustellen? Gretchen, aside. Wo ist deine Reisetasche? Ich sehe keine. William. Bitte sehr. George. Ist meine Reisetasche Ihnen im Wege? Gretchen, aside. Und wo ist seine Reisetasche? Annie. Erlauben Sie mir, Sie von meiner Reisetasche zu befreien? Gretchen, aside. Du Esel. William. Ganz und gar nicht. To George. Es ist sehr schwül in diesem Coupé. Gretchen, aside. Coupé. George. Sie haben recht. Erlauben Sie mir, gefälligst das Fenster zu öffnen. Ein wenig Luft würde uns gut tun. Margaret. Wir fahren sehr rasch. Annie. Haben Sie den Namen jener Station gehört? William. Wie lange halten wir auf dieser Station an? George. Ich reise nach Dresden. Schaffner, wo muss ich umsteigen? Gretchen, aside. Sie sind ja alle ganz und gar verrückt. Man denke sich, Sie glauben, dass Sie auf der Eisenbahn reisen. George, aside to William. Now brace up. Pull all your confidence together, my boy, and we'll try that lovely goodbye business a flutter. I think it's about the gaudiest thing in the book. If you boom it right along and don't get left on a base, it'll impress the girls. Aloud. Lassen Sie uns gehen. Es ist schon sehr spät und ich muss morgen ganz früh aufstehen. Gretchen, aside, grateful. Gott sei Dank, dass Sie endlich gehen. Sets her gun aside. William to George. Ich danke Ihnen höflichst für die Ehre, die Sie mir erweisen, aber ich kann nicht länger bleiben. George to William. Entschuldigen Sie mich gütigst, aber ich kann wirklich nicht länger bleiben. Gretchen looks on stupefied. William to George. Ich habe schon eine Einladung angenommen. Ich kann wirklich nicht länger bleiben. Gretchen fingers her gun again. George to William. Ich muss gehen. William to George. Wie? Sie wollen schon wieder gehen? Sie sind ja eben erst gekommen. Margaret, aside. It's just music. Annie, aside. Oh, how lovely they do it. George to William. Also denken Sie doch noch nicht ans Gehen. William to George. Es tut mir unendlich leid, aber ich muss nach Hause. Meine Frau wird sich wundern, was aus mir geworden ist. George to William. Meine Frau hat keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss wirklich jetzt fort. William to George. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich bedauere sehr, dass Sie uns einen so kurzen Besuch gemacht haben. George to William. Adieu. Auf recht baldiges Wiedersehen. William. Umsteigen. Great hand clapping from the girls. Margaret, aside. Oh, how perfect, how elegant. Annie, aside. Perfectly enchanting. Joyous chorus. All. Ich habe gehabt, du hast gehabt, er hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, sie haben gehabt. Gretchen faints and tumbles from her chair, and the gun goes off with a crash. Each girl, frightened, seizes the protecting hand of her sweetheart. Gretchen scrambles up. Tableau. William takes out some money, beckons Gretchen to him. George adds money to the pile. Hübsches Mädchen. Giving her some of the coins. Hast du etwas gesehen? Gretchen, courtesy, aside. Der Engel. Aloud, impressively. Ich habe nichts gesehen. William, more money. Hast du etwas gehört? Gretchen. Ich habe nichts gehört. William, more money. Und morgen? Gretchen. Morgen, wäre es nötig, bin ich taub und blind. William. Unvergleichbares Mädchen. Und? Giving the rest of the money. Danach? Gretchen, deep courtesy, aside. Erzengel. Aloud. Danach, mein Gnädigster, betrachten Sie mich also taub, blind, tot. All. In chorus with reverent joy. Ich habe gehabt, du hast gehabt, er hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, sie haben gehabt.
End of Act 2 of Meisterschaft, and end of Segment 33 of The Man That Corrupted Hadleyburg and Other Stories by Mark Twain.